Wir sind hier heute bei der Firma Ima Klessmann, ein weltweit anerkannter und führender Holzverarbeitungsmaschinenbauer. Heute beginnt unser unbefristeter Streik. Unseren Warnstreik haben wir schon längst hinter uns. Es gab keine Reaktion aus der Geschäftsführung, die uns weitergebracht hätte. Darum sind wir heute hier. Um diese Firma wieder in die Tarifbindung zu bringen. Die Geschäftsleitung hat uns die Tarifbindung gekündigt und versucht jetzt Dinge durchzudrücken, mit denen wir nicht einverstanden sind. Es war schon im Gespräch, ja, wir machen dann hier alles flexibel, bezogen aufs Weihnachtsgeld, aufs Urlaubsgeld. Keine Lohnerhöhungen, jedenfalls in diesem Jahr nicht. Nächstes Jahr, wenn es uns gut geht, vielleicht 1%. Vielleicht 1,5%. So, damit sind wir natürlich nicht einverstanden. Dagegen muss man sich wehren. Also wir haben im Vorfeld mit der Geschäftsführung Verhandlungen geführt. Diese Verhandlungen sind leider ergebnislos abgebrochen worden. Und dann haben wir die Urabstimmung durchgeführt. Ich glaube auch, dass die Geschäftsführung da schwer gepokert hat und gesagt hat, die kriegen die nie über 75%. Vom Betriebsrat wollten wir sowieso uns die 90 vornehmen. Wir haben es über die 90 geschafft, da sind wir sehr froh. Ich hoffe, das hat ein Zeichen gesetzt für da oben. Und deswegen stehen wir jetzt hier auf der Straße, um der Geschäftsführung zu zeigen, wie wichtig uns das wirklich ist. Wir sind offen dafür, nachher mit dem Arbeitgeber über Haustarife zu verhandeln. Wir wollen aber zu unserer Fläche zurück, dafür haben andere eingestanden. Dies ist praktisch unsere letzte Möglichkeit, irgendwie unser gutes Recht hier durchzusetzen und die Firma zurück in den Tarif zu bringen. Liebe Mitarbeiter von Ima Klessmann, ich wünsche euch, dass ihr zu eurer Tarifgewohnheit zurückfindet. Ich möchte mich solidarisch zeigen mit den Kollegen. Ich selber komme von der Harting Elektrikgruppe. Die Beteiligung ist wirklich sehr gut heute. Sehr früh ging es los für uns, für die ersten, für die Streikposten. 5 Uhr sind die ersten Leute aufgeschlagen. Wir haben uns abgesprochen, welche Ausgänge, Eingänge wir beschlagnahmen konnten. Und Utensilien verteilt. Wir hatten ein bisschen Kaffee, das war vielleicht ein bisschen zu wenig früh im frühen Morgen. Also heute ist das Streiklokal dafür da, dass die Streikausweise ausgegeben werden. Hier unten ist der erste Stempel und oben drauf stehen dann die Beiträge drauf und danach wird man dann bezahlt. Die IG Metall-Mitglieder bekommen Streikgeld, was gestaffelt ist nach Zugehörigkeit zur Gewerkschaft und nach Länge des Streiks. Die nicht organisierten Mitarbeiter, von denen auch sehr viele bereit waren, heute mitzumachen und uns zu unterstützen, die bekommen leider keine Bezahlung. Der Organisationsgrad ist enorm wichtig. Wir haben nahezu 500 IG Metall-Mitglieder, was schon alleine für sich spricht. Wir können gemeinsam einiges bewirken. Der Streik wird sicherlich den Arbeitgeber treffen, weil wir keine Maschinen mehr ausliefern können. Hier wird nichts produziert im Augenblick. Es wird keine Warenannahme geben. Es wird keine Leute im Einkauf geben. Die Kunden können nicht bedient werden, weil die Serviceabteilung lahmgelegt ist. Dazu kommt noch der Imageverlust. Wir sind mit fast 700 Mitarbeitern hier in Lübeck, einer der größten Betriebe. Die ganzen Zulieferer rund um Lübeck, die uns beliefern, gucken auch auf uns. Und vor allen Dingen, wir sind einer der größten Maschinenbauer hier in Ostwestfalen und wir beliefern die ostwestfälische Möbelindustrie. Es gucken also alle auf uns. Wir wollen die Tarifbindung, wir möchten die starke Gewerkschaft im Rücken. Weil die Tarifbindung eigentlich die einzigste rechtlich sichere Grundlage ist. Mein Sohn macht hier eine Ausbildung, auch für den streike ich für die Zukunft. Für uns ist die Tarifbindung sehr wichtig, da diese uns auch eine unbefristete Übernahme hier im Unternehmen sichert. Der Streik ist das letzte Mittel, aber er ist ein legitimes Mittel und das haben wir genommen. Die IG Metall spielt hier eine ganz wichtige Rolle, weil die IG Metall genau zwischen der Belegschaft und der Geschäftsführung ist. Das heißt, je mehr die Belegschaft unter Druck gesetzt wird, haben wir den Puffer IG Metall dazwischen. Ohne Gewerkschaft geht es einfach nicht. Die IG Metall als Industriegewerkschaft ist eigentlich die einzige Arbeitnehmervertretung, die man hier hat. Dementsprechend kann ich nur jeden raten, in die IG Metall einzutreten. Die Erwartungshaltung von allen Kollegen und Kolleginnen hier ist, dass die Arbeitgeber endlich mit uns in faire Verhandlungen einsteigen, nicht nur Forderungen aufstellen, sondern sich auch die Wünsche der Mitarbeiter anhören. Also mein Wunsch an unseren Arbeitgeber und an meine Firma ist, dass wir wieder zurück den Weg in die Tarifbindung gehen. Keiner von den Beschäftigten sagt, ich mache nichts mit, wenn es sinnvoll ist. Aber hier ist die Schraube überdreht worden und der Arbeitgeber wäre gut beraten zu sagen, ich kehre wieder an den Verhandlungstisch zurück. Mit einer vernünftigen Regelung kriegen wir hier auch das alles wieder hin. Und wir werden sehen. Wir geben nicht auf.